Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute stelle ich einfach mal vor, wie man mit Metalldetektor rumläuft. Wir laufen jetzt einfach mal hier die Ecke lang, gucken mal, ob wir was finden. Wir sind hier auf dem Spielplatz und schauen mal, ob wir ein paar Euro-Stücke finden, wäre sehr schön. Oder allgemein Geldstücke, Schmuck oder so. Gucken wir mal. Aber ich sage euch dann Bescheid, wenn ich was gefunden habe. Let's go. So, hier laufen wir mal lang. Hier ist nix. Hier vielleicht. Ne, hier ist auch nix. Hier ist nix. Hier. Da haben wir was, da schlägt was an. Da, was ist es? Es ist da Silber Wings. 4 Meter, wir gucken rein. Wir gucken mal. Da, es schlägt da an, das schlägt. Wo ist es denn? Oh, da, guck mal Leute, da sind 10 Cent. Ich habe 10 Cent gefunden, erster Fund. 10 Cent, kann man sich gönnen. Die habe ich da jetzt nicht reingesteckt, die lagen da wirklich. 10 Cent. So, nehmen wir mit. Und dann sage ich euch Bescheid, wenn ich das nächste Fundobjekt gefunden habe. Ciao. Ich bin hier gerade so lang und dann sehe ich dann hier, wo ich ein bisschen gegraben habe, den Rindenmulch, habe ich schon wieder 10 Cent gefunden. Ich habe keine Ahnung, warum hier so viel Geld liegt. Ich hole mal mit. 10 Cent. Ich kann euch auch beweisen, dass das nicht von mir ist. Dann hätte ich mich jetzt schon keine 10 Cent mehr. Nee, ich habe 20 Cent bis jetzt gefunden. Ich sage es euch, Geld ist Geld und wir suchen weiter. Wir sind hier gerade bei einer Ecke, wo nur Rindenmulch liegt. Aber wir haben schon 20 Cent gefunden. Läuft doch bei uns. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Fund. Bis gleich.